Guten Morgen und gutes Geleit im neuen Jahr für euch alle hier im Raum und für auch die im Livestream. Ich fange mal an mit einer Aussage, die ich in den letzten Jahren oft gehört habe in dieser Gesellschaft. Das Wichtigste ist die Gesundheit. Genau, das hört man relativ oft und im Moment ist die ganze Gesellschaft sehr stark um die Gesundheit fokussiert. Und wir wollen jetzt diese Aussage mal betrachten im Lichte von Lukas 19, 1 bis 10. Das ist die Passage über Zachäus. Diese Passage gibt es übrigens nur in Lukas und nicht in den anderen Evangelien. Und Jesus war mit seinen Jüngern unterwegs, wie wir schon lange wissen, weil wir ja hier das Lukas-Evangelium durchpredigen sozusagen. Er war unterwegs von Galiläa nach Jerusalem, das war die letzte Etappe, Jericho. Und es ist auch so die letzte Woche in Jesu Leben. Im letzten Kapitel, das ist schon etwas länger her, ich glaube es war im November oder so, haben wir über verschiedene Männer gesprochen. Da gab es zum Beispiel in dem Kapitel 18 von Lukas, gab es einen Zöllner, der Zöllner und der Pharisäer im Tempel, gab es einen Reichen, das war der reiche Jüngling, und es gab einen Blinden, das war der Blinde, der vor den Toren Jerichos von Jesus geheilt wurde. Ne? Und jetzt im 19. Kapitel, der Zachäus, da kommt es uns so vor, als wären diese drei Personen in einer Person vereint. Ja? Der Zöllner, Zachäus sogar ein Oberzöllner, ein Reicher, Zachäus war reich, und ein Blinder, Zachäus war nicht blind, aber aufgrund seiner Größe konnte er nicht das sehen, was er sehen wollte. Ich bete noch, stehen wir vielleicht nochmal auf, wir beten noch zusammen. Vater, danke, dass wir mit dir von deiner guten Macht geborgen dieses neue Jahr anfangen können. Und wir bitten dich, dass du unseren Sinn auf das richtest, was wichtig ist. Und dass du das auch heute verkündest, was wichtig ist. Amen. Wir gehen jetzt mal Vers für Vers durch. Ich werde ab und zu mal ein bisschen abschweifen. Aber fangen wir mit Vers 1 an. Wir lesen die Verse also einzeln. Lukas 19, Vers 1. Und er kam nach Jericho hinein und zog hindurch. Jericho heißt auf Hebräisch Parfum. Und Jericho hatte einen Exportartikel, habe ich gelesen und gehört. Und dieser Exportartikel hatte tatsächlich was mit Gesundheit und auch mit Kosmetik zu tun, eine Salbe oder Balsam. Wo wächst der tollste Balsam in der Welt, habe ich Google gefragt. Was meint ihr wohl, wo? Nein, da kam natürlich in den USA, weil dort wird nämlich angebaut der Balsam aus Gilead. Und das Gilead ist nicht so weit entfernt von Jericho und das sind, glaube ich, 200 Kilometer nordöstlich oder 150. Aber tatsächlich heißt es in der griechischen Geschichte, dass in Jericho der beste, der wahre Balsam aus Gilead wuchs und dort war sozusagen das Kraut oder was auch immer das war, um diese Salbe herzustellen, diesen Balsam. Und ich möchte mal kurz mit euch einen kurzen Abschweif machen in das Buch Jeremia. Und zwar 8. Kapitel, Verse 21, 22. Und danach lesen wir noch zwei weitere Stellen aus Jeremia. Da geht es nämlich um den Balsam. Balsam aus Gilead. Und zwar macht sich der Prophet spricht ironisch von diesem Balsam, weil die Menschen auf die falschen Mediziner und auf die falsche Medizin vertrauten, denn das, was sie wirklich brauchten, das hatten sie nicht im Blick, sondern sie hatten sich auf das falsche Wichtige konzentriert. Jeremia 8, 21,
Da spricht der Prophet zu der Tochter seines Volkes. Wegen des Zusammenbruchs der Tochter meines Volkes bin ich ganz zerbrochen. Ich trage Leid und Entsetzen hat mich ergriffen. Ist denn kein Balsam in Gilead? Ist kein Arzt da? Kapitel 46, Vers 11, da geht's an die Tochter Ägypten. Gehe auf nach Gilead und hole Balsam, die Jungfrau, Tochter Ägypten. Umsonst wendest du so viele Heilmittel an, es gibt kein Pflaster für dich. Kapitel 51, Vers 8, da geht es an Babylon oder Babel. 51, Vers 8. Babel ist plötzlich gefallen und zertrümmert worden. Heult über es, bringt Balsam für seine Wunden. Vielleicht kann es noch geheilt werden. Also der Prophet Jeremia hat den falschen Zauber sozusagen entzaubert, weil die Menschen haben sich sehr um ihre Gesundheit bemüht, aber das Wesentliche, was wirklich notwendig war, das Heil, was er den Menschen anbot, das haben sie nicht angestrebt. Dazu nochmal eine kurze, ganz kurze Abschweif, braucht man nicht nachschlagen, in die Offenbarung. Ich habe beim letzten Mal, als ich hier gepredigt habe, schon mal über das Thema gesprochen, da ging es ja um Reichtum und um die Hure Babylon in der Offenbarung 18, da steht mit 23. Vers, und ich weiß nicht, ob ich das damals gesagt habe oder nicht, aber das werden wir gleich sehen, da steht es, denn deine Kaufleute waren die Großen der Erde, denn durch deine Zauberei wurden alle Völker verführt. Habe ich es damals gesagt, was das griechische Wort für Zauberei ist? Wisst ihr das nicht? Pharmazeia. Pharmazeutika, das ist einfach so, ja. Also nochmal, denn deine Kaufleute waren die Großen der Erde, denn durch deine Zauberei wurden alle Völker verführt. Ich will jetzt nicht behaupten, dass wir nicht mal in die Apotheke gehen sollen, gell? Überhaupt nicht. Ich bin dankbar für Pharmazeutika, was man kaufen kann. Und wir sollten uns aber trotzdem auch in Erinnerung rufen, das hat alles angefangen mit Zauberei. Ja? Das war damals Zauberei, so hat jedenfalls Gott darüber gesprochen in der Offenbarung. Und ja, auch heute gibt es sehr viel Placebo, also Medikamente, die gar nicht wirklich wirken, ja, die aber nur durch den Zauber des Balsams aus Gilead vielleicht funktionieren. Okay, das vielleicht nur dazu, also Arznei ist nicht zu verteufeln, aber es ist nicht das Wichtigste. Gehen wir jetzt zu Vers 2. Und siehe, da war ein Mann genannt Zachäus. Zachäus heißt auf Hebräisch übrigens gerecht, unschuldig, rein. Hättet ihr auch so wahrscheinlich vermutet, oder? Also man kann davon ausgehen, seine... Oh, das war schlecht. Danke für die Technik. Man kann davon ausgehen, dass seine Eltern eine Vision für diesen kleinen Zachäus hatten, als sie ihm den Namen gegeben haben. Haben sie sich gedacht, der soll mal gerecht, unschuldig und rein sein vor dem Herrn, weil es waren nämlich gottesfürchtige Eltern. Danke für die Koordination. Ja. Ja, genau. Und ja, Zachäus wurde ein Oberzöllner. In Vers 2, wir sind immer noch im Vers 2, da heißt es, ein Oberzöllner. Er war also nicht ein Zöllner, sondern der einzige Oberzöllner, den wir im Neuen Testament finden. Da gab es viele Unterzöllner und wir gehen mal davon aus, der Zachäus war der Chef von den Unterzöllnern und hat dort noch zusätzlich kassiert von denen. Ne? Es war also der Oberzöllner. Gerecht, unschuldig, rein. Das war wahrscheinlich nicht das, was die Israeliten über ihn gesagt haben. Die Römer hatten die Zöllner eingesetzt, weil die Römer, die wuschen sich ja gerne ihre Hände in Unschuld. Und die wollten jetzt nicht unbedingt, dass sie jetzt dieses dreckige Geschäft mit dem Steuereinnehmen von den Juden machen. Also haben sie sich Juden eingesetzt, die Steuern eintrieben und die dabei auch selber sehr gut verdienen konnten, wenn sie gerissen waren. Gucken wir uns mal, noch eine Sache, habe ich vergessen. Also wir denken ja vielleicht bei dem Thema Zachäus an den kleinen Kletterknirps, ne, der so ein kleiner Knirps aus der Kinderstunde, der klettert auf den Baum und ist ganz gut drauf und so weiter.
Aber tatsächlich war der Oberzöllner Zachäus mit Sicherheit nicht angesehen bei den Juden. Er durfte nicht in die Synagoge, die Zöllner durften nicht in die Synagoge und er wurde wahrscheinlich behandelt wie ein Aussätziger, wo man echt den Bogen um ihn machte. Aber gucken wir uns nochmal eine andere Stelle im 5. Kapitel des Lukas-Evangeliums an, über die Zöllner. Weil die Zöllner sind für uns heute auch ein interessantes Thema. Kapitel 5, Lukas 27 bis 31. Ich lese mal vor. 27 bis 31. Danach ging er hinaus, Jesus, und sah einen Zöllner namens Levi, in Klammer Matthäus, an der Zollstelle sitzen und sprach zu ihm: Folge mir nach. Und er verließ alles, stand auf und folgte ihm nach. Und Levi bereitete ihm ein großes Mahl in seinem Haus, und es saß eine große Schar von Zöllnern und anderen, die es mit ihnen hielten, andere Übersetzung, die den schlechten Ruf hatten, sie saßen alle da bei Tisch. Und die Schriftgelehrten unter ihnen und die Pharisäer murrten gegen seine Juden und sprachen: Warum esst und trinkt ihr mit Zöllnern und Sündern? Und Jesus antwortete und sprach ihnen: Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Erstmal bis hierhin, das reicht erstmal. Also, mit anderen Worten, die Zöllner wurden von Jesus als Kranke bezeichnet. Und mit anderen Worten können wir mal davon ausgehen, der Zachäus war ein Kranker, ein seelisch Kranker. Und dann steht hier weiter im Vers 2, und dieser war reich. Wir erinnern uns an meine letzte Predigt, war das vor, schätze ich mal, so mal acht Wochen oder so. Im Kapitel 18, wenn ihr mal zurückblättert, Kapitel 18, Verse 24 bis 27, da ging es ja auch schon um den reichen Oberen oder um den reichen Jüngling. Und da hat Jesus gesagt, am Ende so als Zusammenfassung von dem, was geschehen war: Wie schwer werden die Reichen ins Reich Gottes hineinkommen? Denn es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Da sprachen die, welche es hörten: Wer kann dann überhaupt errettet werden? Er aber sprach: Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Und da Jesus Mensch und Gott gleichzeitig ist, deswegen hat Jesus das Unmögliche möglich gemacht in der Geschichte von dem Zachäus, wie wir alle wissen. Zachäus war ja sicherlich von der Geldliebe, von der Wurzel allen Übels befallen. Und das ist eine Wurzel, eine üble Wurzel, die echt krank macht. Ja? Und Zachäus war krank, aber an diesem Tag ist ihm Heil widerfahren. Vers 3, und er wollte gerne Jesus sehen, wer er sei, und konnte nicht wegen der Volksmenge. Was der Zachäus da suchte, weil er wollte ja Jesus sehen, also er suchte Jesus, aber was er in Jesus suchte, das wissen wir nicht. Vielleicht war er krank und wollte geheilt werden, hat er vielleicht irgendein Leiden gehabt, was ihn vielleicht besonders quälte, vielleicht Fußpilz oder irgendwas, keine Ahnung, das ist ja nur Spekulation. Vielleicht war er auch jemand, der vielleicht Jesus begleiten wollte nach Jerusalem. Vielleicht einige von der Menge wollten ja auch, dass Jesus vielleicht als großer Wunderheiler und als vielleicht sogar großer Krieger gegen die Römer einen Aufstand macht. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der Zachäus da gerne mitgemacht hätte. Da hing ja seine Existenz von ab. Aber wie auch immer, er suchte Jesus und er wollte ihn sehen, wer er sei. Und dann weiter in Vers 3 und Vers 4, denn er war von kleiner Gestalt, da lief er voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er vorbeikommen. Der Durchschnittsmann damals in dieser Zeit war 1,65 Meter groß, habe ich mir sagen lassen. Nicht so ungefähr, ne? Also nicht so wie die Holländer, weil die Holländer sind ja laut Wikipedia die höchsten Männer, die es überhaupt auf der Welt gibt. Aber das war eben kein Holländer, sondern in einer anderen Zeit, 1,65. Und Zachäus war bestimmt viel kleiner, ne? Weil er konnte ja nicht sehen über die Menschen, die 1,65 waren. Also der war ziemlich klein. Und
Er war Beamter und kletterte auf einen Baum. Wir hatten mal einen Finanzamtbeamten bei uns in der Firma. Das war ein Bruder von unserer Gemeinde, interessanterweise. Also wir mochten den sehr. Und der ist aber zur Mittagspause nicht auf den Baum geklettert. Weil das hätte man von ihm nicht erwartet, dass ein Beamter auf den Baum klettert. Aber Zachäus hat es gemacht. Er war also groß an Mut und Courage. Vers 5. Als Jesus an den Ort kam, blickte er auf und sprach, steige schnell herab, denn heute muss ich in deinem Haus einkehren. Überraschung. Der Zachäus suchte Jesus und wollte ihn sehen und plötzlich läuft Jesus vorbei und schaut zu ihm und spricht ihn an und Jesus sucht Zachäus und hat ihn gefunden. Er hat schon vorher gewusst, wo er war, aber Jesus sucht Zachäus und spricht ihn an. Und ohne zu fragen, spricht Jesus den Zachäus einfach so an. Und ohne zu fragen, lädt sich Jesus einfach zum Mahl in sein Haus ein. Und ohne zu fragen, gibt er ihm später das Heil. Oder direkt jetzt. Jesus ist also hier der Handelnde, der Initiative, der Souveräne. Vers 6, und er stieg schnell herab und nahm ihn auf mit Freuden. Noch eine Überraschung. Also ich hätte vielleicht gedacht, dass der Zachäus eher nicht so erfreut gewesen wäre über den Besuch von Jesus. Er hat ja Steuern eingenommen und er hat sich bereichert an dem Geld seiner Landsleute und er hatte bestimmt auch einiges Gut in seinem Hause aufgetürmt, was er sich von seinen Landsleuten irgendwie ergaunert hatte. Davon gehen wir mal aus. Und er musste eigentlich wissen, wenn Jesus da reinkommt, dass das vielleicht eine etwas heikle Situation ist, aber er freute sich. Denn er wusste bestimmt, Jesus war ein Freund der Zöllner. Jesus hatte nicht viele Freunde, aber die Jünger waren seine Freunde. Und dann heißt es, die Zöllner waren auch seine Freunde. Dazu kommen wir noch später. Wie reagieren jetzt die Gesunden? Vers 7. Als sie es aber sahen, murrten sie alle und sprachen, er ist bei einem sündigen Mann eingekehrt, um Herberge zu nehmen. Wer hat das gesagt? Vers 7. Alle. Also irgendwie alle waren der Meinung, der Oberzöllner, das ist der Schlimmste von uns allen und da geht Jesus hin, der kann ja nur schlecht sein. Und damit sagten alle irgendwo, wir sind besser als der Oberzöllner. Aber Jesus hat den Oberzöllner ausgesucht, weil er kannte keinen besseren unter den anderen. Also die waren alle in der gleichen Kategorie Sünder. Wie reagiert nun Zachäus, der Kranke? Vers 8. Zachäus aber trat hin und sprach zu dem Herrn, siehe Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen. Ich finde es interessant, dass Zachäus hier nicht sich beeinträchtigen ließ von dem Spott der anderen. Er hat einfach gesagt, fröhlich, Herr, ich werde jetzt von meinem großen Besitz die Hälfte abgeben. Das war schon eine Frucht des Glaubens. Das war Buße, die Frucht der Umkehr. Jesus hatte ihm keine Bußpredigt gehalten und Jesus hatte ihm noch nicht mal das Evangelium verkündigt. Aber durch Jesus begegnete Zachäus das Evangelium in Person. Das hat völlig gereicht, um ihm Heil zu geben, obwohl er an diesem Tag sehr viel Geld verloren hat, dieser Geldsammler, war doch das Heil für ihn gekommen. Das war viel wertvoller, sodass er sich freute. Er hatte Sündenerkenntnis als Folge des Heils, welches er an diesem Tag geschenkt bekommen hatte, hatte er Sündenerkenntnis. Und er sagte weiter in Vers 8, und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vielfältig zurück. Er hatte keine Habgier mehr und ich kann mir vorstellen, ich glaube schon, dass er Leute betrogen hatte und da waren bestimmt Leute in der Menge von den allen Leuten, die wir da gerade eben zitiert haben, die von ihm betrogen wurden. Und die hatten ihn gerade verspottet.
aber er rehabilitiert die Spötter. Heil ist also dort eingekehrt. Und das hat auch Jesus gesagt im Fazit, Vers 9. Und Jesus sprach zu ihm, heute ist diesem Haus Heil widerfahren. Das Wichtigste, was dieser kranke, geldgierige Mann brauchte, war das Heil seiner Seele, die Befreiung von seiner Sündenschuld. Und Jesus hat ihm das geschenkt. Jesus hat ihn freigesprochen von seiner Sünde, von allem, was diese Sünde als Schuldschein gegen ihn aussagte. Und an diesem Tag kam Heil in sein Haus. Und an diesem Tag ging es los, dass Jesus durch seinen Geist in ihm die Heiligung auch ausprägte und dass der Geist in ihm ihn langsam zur Heiligung veränderte in der Folge. Jesus sagte weiter in Vers 9, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Ja, er war sicherlich als Jude beschnitten und der reiche Jüngling aus Kapitel 18, der war bestimmt auch beschnitten, glaube ich, weil das war sicherlich ein Jude. Und so haben wir zwei Leute, die nach Abraham, nach dem Bund Gottes mit Abraham beschnitten waren. Und der eine, der reiche Jüngling, der war total angesehen, schätze ich mal, in seiner Umgebung, denn er hat ja so tadellos gelebt und er hatte ja auch schon einen Ehrenplatz als junger Mann, als reicher junger Mann einer oberen Führungsposition bekommen. Und der war so beliebt von den ganzen Menschen, bei den ganzen Gesunden, aber er wollte das Heil nicht haben. Und jetzt kommt der größte Sünder, auch ein Beschnittener, aber er zeigt sozusagen durch seine freudige Reaktion auf die Initiative Jesu, dass Heil wirklich bei ihm angekommen ist. Ja, Jesus hat sich den größten Sünder ausgesucht und ihm Heil zugesprochen. Wie schön für uns alle, die merken, dass wir nicht perfekt sind. Stellen wir uns mal vor, wie der Zachäus vielleicht nach dieser Begebenheit, als Jesus weitergezogen war, davon berichtete. Vielleicht hätte er sagen können, wisst ihr, ich suchte Jesus und ich habe überall geguckt und dann habe ich gesucht und dann habe ich ihn gefunden und dann habe ich das Heil gefunden und jetzt bin ich heil geworden und jetzt weiß ich, wo das Heil zu finden ist und jetzt kann ich jedem, der zu mir kommt und mich fragt, sagen, wo das Heil ist, weil ich habe das Heil entdeckt, weil ich suchte es und habe es gefunden. Aber das ist nicht das, was Lukas aufgeschrieben hat in Vers 10. Da heißt es nämlich, denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Jesus hatte Zachäus gesucht und gefunden. Und Zachäus hat sich von ihm finden lassen. So, wir sind jetzt mal mit dem Text durch und ich möchte jetzt noch euch von dem Geheimnis der Zöllner mal etwas erzählen. Das Geheimnis der Zöllner. Habt ihr wahrscheinlich noch nichts von gehört. Aber ich fand es interessant, dass die Zöllner in dieser Passage, also nicht nur in dieser Passage, das ist die sechste Passage über Zöllner, sondern auch in dem ganzen Lukas-Evangelium ziemlich oft vorkommen. Ja? Insgesamt 6 Mal. Und kein Mal in irgendeiner negativen Weise. Die werden immer irgendwie positiv beschrieben. Zum Beispiel auch also die Begebenheit, die wir vorhin gelesen haben, in Kapitel 5, der Levi, der hat voll auf Jesus reagiert, ja? Heil ist zu ihm gekommen. Die Zöllner waren Jesu Freunde. Das waren tolle Typen, sage ich mal. Ja? Also, weil sie etwas hatten. Was hatten sie? Warum haben die gefeiert, als Jesus sie bloßgestellt hatte? Jesus kam zu ihnen, zu den Kranken, und sie haben gefeiert. Sie haben Jesus eingeladen, andere eingeladen, sogar Pharisäer, und die waren da zum Mahl, und da gab es eine Party sozusagen an dem Tag, wo sie bloßgestellt wurden. Wir lesen nochmal Kapitel 5, Vers 31 und Vers 32 besonders. Die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken, hat ja Jesus gesagt. Und dann hat er gesagt, ich bin gekommen, um Sünder zur Umkehr zu Gott zu rufen und nicht solche, die sich sowieso für gut halten oder für gut genug halten. Also die Zöllner, sage ich jetzt einfach mal, jedenfalls Levi und auch Zachäus und bestimmt einige andere auch, die haben, und das ist das Geheimnis der Zöllner,
Die haben erkannt, dass sie verloren sind, dass sie Rettung brauchen, dass sie Umkehr brauchen, dass sie Sünder sind. Das haben sie erkannt. Sie haben ihre eigene Krankheit eingestanden. Das waren nicht die Gesunden. Die Gesunden, ja, die haben das Wichtigste nicht erkannt. Ja, sie haben versucht, sich durch irgendwelche Medizin vielleicht das Wichtigste, ihre Gesundheit zu erhalten oder ihr Leben in dieser Zeit im vergänglichen Bereich oder ihren Wohlstand zu erhalten. Aber das war nicht so bei den Zöllnern. Das finde ich ganz großartig. Übrigens, Gott ist jemand, der ganz viel Freude daran hat, am Wiederfinden von Verlorenen. Ihr könnt euch erinnern, in Lukas Kapitel 15, ne, da gab es ja so verschiedene Passagen über das Verlorene. Ne? Was war das noch gleich? Verlorene? Drachme, genau. Die Frau oder die verlorene Perle. Das verlorene Schaf. Der verlorene Sohn, genau. Und Gott identifiziert sich mit dem Hirten, der das verlorene Schaf wiedergefunden hatte. Ne? Auch wenn Gott schon wusste, wo es war. Ja? Aber er liebt es, Dinge wiederzufinden, also die verloren sind. Und er identifizierte sich mit der Frau, die Perle verloren hatte und mit dem Vater, der den Sohn verloren hatte. Und er liebt es, Dinge wiederzufinden, Menschen wiederzufinden, Seelen wiederzufinden. Wir brauchen aber eine Erkenntnis unserer Verlorenheit. Und wenn du selber sehr stark bist und selber viele Dinge bewegen kannst, dann wird es dir vielleicht sehr schwer fallen, wenn du Jesus noch nicht kennst, dann an deine eigene Verlorenheit zu glauben. Aber irgendwann wird der Tag kommen, wenn du alt wirst, wirst du merken, dass du dich nicht retten kannst vor dem Tod und vor dem, was dann kommt. Also, das Wichtigste, hat der Mike gestern gesagt, ist uns schon gegeben. Wir haben das schon. Als Christen haben wir das Wichtigste schon, was es gibt. Aber ich wollte einfach hier nochmal euch daran erinnern und alle, die zuhören, das Wichtigste ist nicht die vergängliche Gesundheit. Weil ich kenne viele Leute, die kranker sind als andere, aber die viel glücklicher sind. Und ich würde sagen, denen geht es besser als denen, die total gesund sind und total verzweifelt sind. Ja. Aber selbst das Glück führt uns nicht weiter. Das Wichtigste liegt darin, dass wir auf ewig errettet sind, auf ewig mit dem, der die Ewigkeit regiert und besitzt, mit ihm zusammen sind. Das Wichtigste ist übrigens auch nicht die Fortsetzung des Wohlstands. Also der Zachäus war bereit, einen Teil seines Wohlstands aufzugeben und war da sehr mutig und ein Vorbild. Jericho hatte diesen Balsam irgendwo auch als eine Säule des Wohlstands. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Stadt Jericho, insbesondere die Wirtschaft der Stadt Jericho, besonders interessiert daran war, dass Jesus das Heil dem Zachäus gab oder vielleicht noch mehr Leuten das Heil gab. Was haben sie davon? Die Leute, die von Jesus heil gemacht werden, würden wahrscheinlich nicht mehr Salbe konsumieren oder Balsam. Ja? Die waren da nicht wirklich interessiert dran. Das Heil Jesu war nicht zielführend für die Stadt Jericho. Aber heute ist da eine gewisse Parallele, weil in unserer Zeit ist die Gesundheit auch ganz wichtig, aber es geht sehr stark um Gesundheit, jetzt auch gerade in der Covid-Krise. Und das verstehen wir natürlich auch, dass die Menschen Angst haben. Es geht da teilweise um heftige Reaktionen. Aber ich glaube, worum es den meisten geht, ist eigentlich der Wohlstand. Ist eigentlich die Welt, die wir vorher hatten. Und diese Welt wurde uns vorgegaukelt als eine Welt, wo man sich wirklich das Heil kaufen kann, die Heilung, die Gesundheit, da konnte man so viele Sachen kaufen, nicht nur mit Medikamenten, einfach nur mit Geld konntest du dir die heile Welt kaufen. Und die wurde uns vorgegaukelt und jetzt sind sehr viele Menschen einfach verzweifelt und sagen, ich möchte wieder da zurück, weil das war so gut irgendwie. Ja? Da möchte ich wieder hin. Und da sind sie auch sehr interessiert, dass möglichst schnell auch wieder die Gesundheit
zurückkommt. Und das ist ja alles verständlich. Aber ich denke, wir haben jetzt verstanden, dass das um viel mehr geht. Ja, es geht um das Heil für unsere Seele und aus diesem Heil strömt alles, was wir brauchen. Und ich möchte euch jetzt zum Schluss noch eine Bibelpassage vorlesen aus der Offenbarung über eine andere Stadt, die so ähnlich wie Jericho und auch so ähnlich wie unsere Zeit heute, 2022, eine Stadt war, die auf Gesundheitsprodukten aufgebaut war, wo die Gesundheit eine ganz wichtige Rolle spielte, wo die Pharmazeutika ganz wichtig waren. Und diese Stadt, die hatten keinen Balsam wie in Gilead oder in Jericho, sondern Augensalbe. Es war die Stadt Laodicea. Und diese Stadt war voller Selbstzufriedenheit und Überfluss und hatte eigentlich gar keine Veranlassung gesehen, irgendwie sich auf Jesus einzustellen. Jesus hat gesagt, er steht da und klopft an und möchte gerne das Mahl mit dieser Stadt halten. Er wollte gerne hinein in das Haus, so ähnlich wie bei Zachäus. Aber diese Stadt war in dieser ganzen, in diesem gesamten Klima mit der Gesundheit und vor allem auch mit dem Wohlstand total blind. Und deswegen lese ich euch das zum Abschluss vor als einfach, ja, Information. Offenbarung 3, 17, 18. Denn du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es an nichts. Und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird. Und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst. Alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich. Und so sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Amen.